Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Jurassic World. Schon wieder ein toter Dinosaurier. Wir brauchen aber Fleischfresserfossilien. Und die bekommen wir hier nicht mehr. Hier auch nicht mehr. Hier auch nicht mehr. Auch du Heiliger. Okay, wir haben alles, was Fleischfresser betrifft, abgegrast. Das heißt, wir müssen das anderweitig irgendwie in den Griff kriegen. Wo haben wir denn einen toten Dino? Wo ist er denn? Ah, da drin liegt er. Dracorex, oh je. Dracorex. Und der ist eigentlich noch gar nicht so ausgereift. Was mich wundert, aber wir machen ein neues Gebäude. Sturmabwehrstation. Schauen wir, ob wir wieder einen Auftrag bekommen können. Solche Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie ihn sich mal an. Menschen haben Angst vor Dingen, die sie nicht verstehen. Aber diese Insel und die Dinosaurier, die auf ihr leben, können diese Angst verwandeln. In Hoffnung vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber der Schlüssel ist, so viele Leute wie möglich hierher zu bringen. Ja, das weiß ich schon, dass das der Schlüssel sein soll. Dinosaurier kann freigelassen werden. So, 2200 Gäste würden wir benötigen. Jetzt schauen wir mal. Wie viel haben wir denn eigentlich jetzt gerade auf der Insel? 2154. Ja, ein paar würden wir noch brauchen. Ein paar Gäste. Hoppala. Das Tor schließen wollte ich eigentlich. So. Und die schicken wir wieder los. Wir extrahieren natürlich wieder einiges an DNA, das ist auch klar. Und was ich mir sonst noch überlegt habe, ist, dass wir vielleicht das Weite suchen. Weil das wird sehr schwer erreichbar sein. Und wir brauchen Fleischfresser-DNAs. Wenn wir hier weitermachen, wird es uns auch nichts bringen. Wir müssten eine weitere Insel freischalten. Ah, und das würden wir wahrscheinlich auch schaffen. Damit wir dann wieder zu Fleischfresser-DNAs kommen.
Es geht nicht nur darum, aus Fehlern zu lernen, sondern sie nicht zu wiederholen. Lernen Sie aus den gesammelten Daten. Und versuchen Sie es nochmal. Nein, nicht versuchen. Abliefern. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Enttäuschen Sie mich nicht. Triceratops. Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Dracorex ausbrüten. Da ist schon wieder einer tot. Und wo haben wir denn unsere... Ach, das sehe ich hier am besten. So ein Triceratops, der ist da drin, gell? Ja. Passt, dann holen wir uns da noch einen Triceratops raus. Dann haben wir das auch überlebt. Erledigt. Was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich die Mission übersehen. Nächste Quelle ist versiegt. Langsam versiegen sie. Sehr schön. Und wir bekommen 100%ige Dinos raus. Vielleicht schaffen wir auch mit dem zweiten Triceratops die Schwelle von 2200 Leuten. Könnte eng werden, ist aber durchaus möglich. Park überfüllt 1%. Krytosaurus. Haben wir dazu gekriegt. Als neues lebensfähiges Genom. Ich möchte aber die Fotomission das möchte ich bitte beenden. Neuen Auftrag holen, anfordern von ihm. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. Okay, das können wir erledigen, das ist kein Problem. Einer der besten Wege, für die Sicherheit unserer Gäste zu sorgen, ist eine genaue Vorhersage, wie Dinosaurier in bestimmten Situationen reagieren. So. Jetzt haben wir den Triceratops 2.0. Ich hoffe, das passt für Sie. Ja. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Na? Dafür sorgen, dass unsere Exemplare gut versorgt sind. Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit bei Dinosauriern ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Trotz meiner Vorbehalte möchte ich Dr. Duhr Ihnen hierbei noch eine Chance geben. Noch ein Triceratops. Machen wir noch einen. Dann wird es dann schon verdammt eng. Macht nichts. Macht nichts, macht nichts. Solange es hier noch was zu tun gibt, solange ich noch glaube, dass ich hier alles erreichen kann, werde ich weitermachen. Aber lange dauert es nicht mehr und dann sind wir auf der zweiten Insel und versuchen hier 100% dann rauszuholen. So, wir machen nochmal den Kontrollblick. Das sieht gut aus. Was ist das?
Was heißt das Sternchen hier? Ach so. Wissenschaftsziel. Muss ich aufpassen, dass es jedem gut geht. Wenn einer... Wenn einer aus der Reihe tanzt, dann ist es soweit mit dem Ausbruch. Aber noch sieht's gut aus. Noch haben wir alles unter Kontrolle. Jawohl, wir lassen ihn frei. Und öffne nochmal das Gehege. So, Ranger Team. Aufgabe hinzufügen. Aufgabe erhalten. Das Ranger Team kommt. Wir prüfen nochmal, ob alles glatt läuft. Gesundheit, ja, okay. Euch ist es eh nicht so eng. Sehr schön. Wir haben gleich beide Missionen erfüllt. Jetzt die erste. Fuß vom Gas gibt's erst, nachdem der Auftrag erledigt und die Ziellinie erreicht ist. Ja, Zähigkeit der Haut 2.0. So, Ranger Team. Habt ihr es geheilt? Ne, die fahren erst runter. Nee. Das war doch auch schon so gut wie gewonnen. Ah. Ich habe es geschafft. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch Sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich? Anscheinend, Mr. Who. Anscheinend. Aber wir haben wieder Sachen bekommen, die wir erforschen können. Ein starkes Herz ist wirtschaftlich gesehen eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Tiere länger leben und man mit ihnen viel mehr Geld machen kann. Ein Tier, was nicht so lange lebt, zieht auch weniger Leute an über einen längeren Zeitraum. So, zack, und ja, wir schaffen es noch nicht ganz, das muss ich zugeben. Das macht nichts, wir haben wieder eine neue Attraktion. Ein neues lebensfähiges Genom, das ist der da. Vielleicht hilft uns der weiter. Schauen wir mal. Vielleicht. Wir fordern eine neue Aufgabe an. Nee, nicht Mission. Nur ein Auftrag. Von ihm. Nehmen Sie den Auftrag an. Ich habe das Gefühl, er wird für uns beide langfristig wertvoll sein.
Zwei Kampfsiege. Ja, das kriegen wir hin. Zwei Kampfsiege. Was machen wir denn? Wir machen es teuer. Wir investieren ein bisschen. Wir werden Velociraptor mal reinlassen. In das Gehege. Und dann mal gucken, was passiert. Und da sehe ich, die Zeit ist gerade aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.